Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stalker Lost Alpha. Ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl. Und wir sind jetzt, nicht wundern, wir sind an einer anderen Stelle als in der letzten Folge. Das liegt daran, weil ich schon mal, um die Ladezeit zu überspringen, direkt zur Baustelle gegangen bin von hier. Von der großen Metallfabrik. Also sind wir jetzt auf der Baustelle. Wir müssen jetzt zum Agroprom-Forschungsinstitut. Rechts wird es nach Janta gehen. Und ich höre halt schon, dass hier irgendwas rumrennt. Ich schaffe mir nochmal ganz kurz einen Überblick. Okay. Wie viel Munition? 61 Schuss haben wir für die Enfield. Ich werde mal dran vorbeischleichen. Zumindest versuchen. Da ist was. Das könnten Chimären sein. Das sind auch scheinbar welche. Den will ich mich jetzt nicht anlegen. Aber die kommen genau auf uns zu. Das sieht böse aus. Okay. Okay, die sind gar nicht so stark, wie ich jetzt gedacht hätte. Genau, hau einfach ab. Lässt aber gerade nichts fallen. Ich weiß, der eine kommt gleich eh nochmal wieder. Na Pro. Ne, lassen alle nichts fallen. Hinten rennt er. Lassen mal in Ruhe, solange er uns in Ruhe lässt. Okay, wir gehen mal weiter. Schnell durch die Strahlung. Okay. Das Gebiet gefällt mir bisher. Irgendwo ist hier links was Großes, das sehen wir aber noch gar nicht. Das scheint einfach nur so eine kleine Fabrik zu sein. Oder Moment, ist das. Ne, das ist die Müllhalde. Jetzt gucke ich auf die falsche Map. Das ist der Wald. Ne, okay. Ich dachte gerade, es wäre vielleicht vom dunklen Tal hier die Fabrik. Okay, wir haben einen auf der Map, den wir nicht sehen. Also am Radar nicht sehen. Bedeutet, das wird wahrscheinlich ein Feind sein. Ich vermute, hier werden irgendwo Banditen drin sein oder Militär, eins von beiden. Geh mal kurz näher ran. Dieses Söldnergebiet, Fremder. Autorisiere dich sofort bei einem von uns. Betreten nicht das Blendor. Es wird sofort geschossen. Alles klar. Dann bleiben wir erstmal weg. Oh, shit, 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 shit. Da war massig Strahlung. Ja, haben wir nicht viel abgekriegt. Okay. Das heißt, wir gehen erstmal dran vorbei. Dann sollen die da ihre Ruhe haben. Das sind irgendwelche, scheinbar irgendwelche Anomalien. Die ich auf jeden Fall nicht kenne. Es war scheinbar massig Strahlung drumherum. Ist noch nicht wirklich verstrahlt. Okay, dann laufen wir weiter. Da liegt ein Artefakt. Haben wir noch ein bisschen Platz? Ein bisschen noch, ja. Die Frage ist, ob wir da vernünftig rankommen. Irgendwas Gefährliches in der Gegend ist. Bisher geht's. Ich dachte gerade, hier hätte auch sowas geblitzt. Es ist ein Fleischklumpen. Okay. Hatten wir ja, glaube ich, noch nicht, ne? Also hatten wir, glaube ich, schon mal. Das haben wir aber dem Wirt gegeben für eine Mission, wenn ich mich hier richtig erinnere. Okay. Da hinten kommen Hunde. Da werde ich mal ganz schnell weitergehen. Hier habe ich nämlich keine Lust. Irgendwer schießt da. Da will ich mal nachschauen. Das sind Feinde, okay. Okay. Oh, verdammt, falsche Map. Scheint alles Zombies zu sein. Ich weiß halt nicht,
Ob da nicht vielleicht jemand ist, den wir retten könnten. Ein bisschen hier durchs Gebüsch gehen. Das Gebiet gefällt mir auf jeden Fall. Weil auf was sollten die Zombies... Ne, da ist halt, glaube ich, keiner. Ich glaube, die Zombies schießen auf irgendetwas. Eventuell... Naja, auf uns wahrscheinlich nicht. Also sollten uns Zombies, gut zu wissen. Bisher und halt Mutanten, klar. Mutanten gibt es eigentlich immer. Vielleicht sind auch die Hunde darüber gerannt. Das könnte natürlich sein. Aber das Gebiet ist auf jeden Fall neu. Das gefällt mir. Das finde ich echt super. Neue Gebiete sind immer toll. Da sind auf jeden Fall nochmal irgendwelche Mutanten. Hat sich irgendwie nach Chimären wieder angehört. Nee, Hunde jetzt gerade. Ich laufe mal einfach eine Runde. Also wir werden uns hier auf jeden Fall nochmal umschauen. Aber nicht jetzt gerade, weil jetzt sind wir gerade sowieso ziemlich voll beladen. Das heißt, ich will nur schnell mal zum Agroprom-Forschungsinstitut und dann vielleicht von da aus wirklich über Rostock-Fabrik zum Cordon. Und da nochmal ein bisschen was ablegen. In some stash. Und ich muss mal nachschauen, ich muss mal googeln, da gibt es bestimmt irgendwo Infos, ob wir nicht vielleicht in der Bar wirklich einen Stash haben. Vielleicht wirklich diese eine Kiste, die da war. Denn das finde ich ein bisschen schade, wenn wir da keine hätten. Und es ist so ein bisschen schwierig rauszufinden. Nicht, dass ich da jetzt was Wichtiges reinlege und es ist auf einmal weg. Gut, wir reisen zum nächsten Gebiet. Okay. Wir sind im Agroprom-Forschungsinstitut angekommen wieder. Da sind ein paar. Okay. Habt ihr was gedroppt? Nein. Nein. Das waren auf jeden Fall Pseudo-Hunde und irgendwas kommt da noch angerannt. Da oben ein paar Hunde. Die laufen halt nicht auf uns zu, okay. Gut. Dann. Ich konnte doch irgendwo. Genau, töte die Banditen, konnte ich mir markieren. Dann haben wir nämlich auf dem Radar einen kleinen Pfeil. Und sehen, wo wir da hin müssen. Okay, wir sind gerade recht safe, wie es scheint. Na gut, 29 drauf geschissen. Ein Schuss macht den Braten jetzt nicht fett. Sag ich jetzt und gleich häng ich da und mir fehlt genau ein Schuss, ne? Das sind alles Freunde. Ja, sei klar, Hunde. Haben wir denn irgendwas noch zum Handeln mit? Ich glaube nicht. Ja doch, hier ist ein Snorkfuß oder so. Könnten wir loswerden. Oder Blutsauger-Tentakel oder Pfeudehundeschwanz. Dann werden wir mal kurz bei den... Naja, Freunden. Was heißt Freunden? Bei den neutralen Leuten vorbeischauen. Und denen eventuell das ein oder andere noch verkaufen, wenn sie das Geld dafür haben. Wie scheint, können wir hier reingehen. Und da ist sogar einer, der... bei der mit uns befreundet ist. Du bist doch... Ja. Ich hab's geahnt. Okay. Den helfen wir natürlich. Gehen wir hier außen rum. Wow, 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 wow. Okay, irgendwo ist da noch einer und der hat eine Granate geworfen. Ich soll nicht aber was machen. Da hat sich irgendwo was bewegt gerade.
Okay. Ich werde mal einen Verband nutzen. Oh, verdammt. Okay, noch eine Granate. Die wird ihn ja scheinbar selber treffen. Ja, nicht so ganz. Okay, das waren sogar schon die Banditen. Sehr cool. Das heißt, wenn ich meine Maus finde, da ist sie. Hier werde ich mal noch ein bisschen was von denen mitnehmen. Das ist eine Ford 12. Die haben wir auch. Da werde ich auch mal das bisschen Muni noch mitnehmen. Hier liegt noch jemand. Ja. Was brauchte die? Brauchte 9x18, ne? Das heißt, ich werde mal... Oh. Die wollte ich nicht mitnehmen. Ach, der hat eine MP5, deswegen. Okay. Er hat noch eine Shotgun. Sehr geil. Da werde ich auch mal die Muni noch rausladen. Okay, da ist gar keine mehr drin. Und die Waffe wollte ich eigentlich nicht aufnehmen. Na gut. Die werde ich gleich mal raushauen dann. Und 9x18 nehme ich auch nochmal mit. Entladen. Fallen lassen. Gut. Dann lag drin noch jemand. Und klar, unsere Freunde sind drin. Das werde ich aber auch mal eben hier die Muni wieder komplett auffüllen. Ah, hier liegen auch scheinbar noch ein paar andere Leichen. Oder sind das alles neue? Er hat auch noch eine Shotgun. Nice, aber er hat, ja, er hat nicht die Muni, die wir möchten. Ich werde es trotzdem mal eben mitnehmen. Können wir da noch was entladen. Wir sind zwar jetzt überladen. Aber ich werde jetzt gleich eh an die ein bisschen was verkaufen. Ansonsten schmeiße ich wieder ein bisschen was weg. Von der Munition. Ich nutze die wahrscheinlich sowieso nicht. Das heißt, eigentlich können wir sie auch an die verkaufen. Tatsächlich, hier sind noch Soldaten. Da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mitnehmen. Nochmal ein Bandit. Und da ist noch ein Soldat. Ne, ein Stalker ist das. Kein Soldat. Okay, du hast sonst nichts mehr, ne? Das ist auch die 9x18 draufgeschissen. Ich nehme sie einfach mal eben mit. Und ich glaube, ich werde mal eben noch eine AK mitnehmen. Ich werde mal die andere AK auch noch mitnehmen. Da kann ich mich immer noch bewegen. Und ich werde mal die AK noch mitnehmen. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Okay, und das heißt, wir werden die entladen, fallen lassen und dann gehen wir mal rein zu denen und werden kurz mit denen handeln. Machen wir einen Quick Save. Da ist gerade irgendwas despawned, okay. Gut. Wir sprechen erstmal... Ne, er ist nicht auf dieser Ebene. Dann sprechen wir erstmal mit ihm hier. Der hält Wache. 1500 hat er. 1700, 1800. 1700, 800. 600. Das kommt hin. Wir könnten sogar noch ein Medikit und ein Verband mitnehmen. Können wir nochmal 200 mehr andrehen, obwohl ich da nicht weiß, was ich ihm geben soll. Dann nehme ich vielleicht... Moment, da sind wir bei 1700. Du hast 1892, ja. Dann handeln wir so. So, Junge? Hallo? Sir? Entschuldigung? Hey! Wodka? Nee. Gut, der schläft eindeutig tief und fest. Ne, hier unten ist keiner, ne? Nein. Dann werden die wahrscheinlich einen Stock weiter oben sein. Ist manchmal noch überladen? Wir sind noch überladen, okay. Die sind alle am Pennen. Ja, dann rede ich erstmal mit der zweiten Wache. Der 1200. Dann gebe ich dem das hier. Okay, bitteschön. Dir würde ich gerne noch reden. 900 hast du nur. Dann gebe ich dir auch einen Pseudo-Hundeschwanz. Und du hast... Опять сапожище хреновые подсунули. 1700. Что у них совсем совести нет у этих... За неделю подошве гоплык.
Können wir es so machen, dass wir immer noch überladen. Dann werde ich aber mal, was wiegt ihr? 0,5. Möchtest du die noch kaufen? Bestimmt, oder? 114, genau, die möchte er noch kaufen, sehr gut. И что же оно за выжигатель такой? Möchtest du noch was kaufen? Правда о нем говорят? Mit dem... Или брешут? Deswegen zu teuer? А чего я как-то слышал? Er hat noch 400, dann werde ich jetzt einfach mal... Встречает сталкер своего старого друга. А тут помятый весь, фингал под глазом. Das Петя, so machen. Что с тобой? Да блин, напали, побили, деньги отобрали. Ты их запомнил хоть? А чё её запоминать, жену-то? А поновее ничего нет? Aufgeschissen, ich trinke einen Energy Drink und jetzt sollte es genau reichen, genau. Okay. Das heißt jetzt mal komplett voll. Jetzt brauchen wir eigentlich gar nichts mehr aufheben, wenn wir jetzt nicht nochmal schießen. Da fehlt mir ein. Da können wir mal eben noch hier die Munition nachfüllen. So. Haben wir genug dabei. Wobei wir können jetzt auch zwei davon rausnehmen und davon nochmal 10 reinpacken in den Gürtel. Das sollte auch gehen. Und dann machen wir uns auf den Weg in Cordon. Über Rostock Fabrik, würde ich sagen. Kann ich mir das irgendwie markieren? Nee. Okay, dann müssen wir so dahin finden. Bedeutet, wir müssen eigentlich quer über die Wiese einfach nur. Also erstmal hier raus. Ist hier irgendwo? Nein. Ist die Frage. Doch, hier ist ein Durchgang. Okay. Militärlager scheint schon wieder besetzt zu sein. Zumindest habe ich da gerade irgendwas gehört, was sich wie ein Schuss angehört hat. Das müsste etwa die Ecke sein. Ne, genau. Das stimmt sogar ganz genau. Sehr schön. Finde ich cool, dass es neue Gebiete gibt und auch neue Übergänge. Das ist echt sehr schön. Das ändert nochmal ein bisschen was. Zwar vielleicht nicht von der Hauptstory, weil ich glaube, normale Übergänge gibt es trotzdem noch. Alle. Aber es ändert halt ein bisschen was, wie man laufen kann, dass man zwischendurch mal einen anderen Weg gehen kann und auch mal was anderes erkunden kann. Was seid ihr? Ihr seid Chimären, wie es scheint. Nehmen wir die mit oder nehmen wir die nicht mit? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich laufe einfach mal ein Stück. Da ist ein Hundegebell, ist aber die Frage, ob das wirklich ein Hund ist oder ob das einfach nur scheint einfach so ein Hundegebell zu sein. Ich wollte gerade sagen, du hast uns doch wohl nicht gesehen. Ich schleiche mal ein bisschen. Ich weiß nicht, wie weit die wirklich sehen, wenn wir nicht schleichen. Okay. Da ist auch nichts. Ich glaube, jetzt können wir wieder normal laufen. Gut. Ah, sehr, sehr gut gemacht, die Mod. Insgesamt muss man das sagen. Gefällt mir sehr gut. Was? Contaminated Area keep clear. Wenn man davon abgehalten wird, die Gegend zu verlassen, sollte man im eigenen Interesse... Sollte man im eigenen Interesse umdrehen. Diese Gegend sind nicht ohne Grund gesperrt und sie werden mit der Zeit verfügbar sein. Erledige Aufgaben und komme so voran. Okay, also wir können Rostock Fabrik noch gar nicht besuchen. Dann müssen wir über die Müllhalde zurück zum Cordon. Da bleibt uns praktisch gar nichts anderes übrig. Das ist interessant. Das heißt, das ist komplett kontaminiertes Gebiet. Wahrscheinlich kriegen wir dann auch eine Aufgabe, wo wir irgendwann mal dahin müssen. Wo geht's denn da nochmal hin? Labor X14. Ah, Moment mal. Labor X14, das war X18, oder? Ja, das war X18. Wo war denn nochmal ansonsten Labor X14? Das ist ganz praktisch, dass wir hier die ganzen Sachen angezeigt bekommen. X14 war... Das war soweit die tote Stadt. Außenbereiche, das sind die großen Sümpfe. Tote Stadt. Nach Janta. Also Labor X14 kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Labor X10? Pripyat Kanalisation?
Okay, das ist auf jeden Fall auch neu. Radar scheint auch neu zu sein. Labor X7. Okay, wir werden noch einiges vor uns haben, merke ich schon so. Hier ist dann Pripyat. Okay. Da bin ich mal gespannt. Scheinbar kommen wir dann durch die Kanalisation nach Pripyat rein. Vermute ich. Mal zumindest. Ich weiß gar nicht mehr, wie man früher genau da reinkam. Aber das ist auf jeden Fall sehr cool. Da werden wir ein bisschen was Neues erfahren noch. Also auch für alle, die das erste Stalker Let's Play schon kennen. Ne, hier wird definitiv noch ein bisschen was Neues kommen. Okay. Wir sind wieder schön außer Atem. Ich dachte gerade, ich hätte so ein Tippeln hinter mir gehört, wie von Hunden. Da ist irgendwas in einem Anomalie gerannt. Tja. Selber schuld, ne? Da sieht es gerade aus, als ob da auch ein Artefakt liegen würde. Ne, ist einfach nur eine Anomalie. Okay. Ich werde hier mal kurz ein Quick Save setzen. Und werde dann sagen, es müsste von der Zeit eigentlich soweit sein. Ich habe leider ein bisschen später angefangen, den Timer zu setzen, aber es sollte passen. Sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden dann in der nächsten Folge auf jeden Fall mal runter in Cordon gehen wieder. Vielleicht hat sich da mittlerweile auch irgendwas getan und werden, ja, noch ein bisschen... Ach, sieht schon geil aus, so eine Anomalie daneben. Ja, werden da noch ein bisschen was ablegen, ein paar Sachen neu holen. Und danach werden wir uns in Gott, wo sind wir jetzt? Da ist der Cordon. Also hier oben. Nicht in den Wald, sondern in das dunkle Tal begeben und werden Oleg den Teufel suchen. Und dann wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei und bis zum nächsten Mal bei Stalker Lost Alpha.